Den Meisterding, ich will ja mal ein Meisterding zu dem Teil hier sagen, aber den Rapier, wir haben schon einen, deshalb den brauchen wir nicht. Bartaxt brauchen wir auch nicht. Doppelaxt brauchen wir nicht. Edles Langschwert auch nicht. So, was haben wir denn hier unten noch alles? Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, jetzt kommen die ganzen krassen Sachen. Ich habe da meine eigene Meinung. Aquamarin, weg damit. Apfeltabak, brauche ich nicht mehr. Blutfliegenstachel, Flügel, lieber ein Knochen, was ist das? Irgendetwas ist in diesem Fisch versteckt, das können wir uns nochmal angucken. Kohle, was soll ich damit? Goldene Kerzenständer, Schatulle, goldener Kelch. Ich brauche keine Hämmer, was soll ich mit Hämmern? Blutfliegenstachel behalten wir. Feldräuberzangen, was soll ich damit? Koragons Gold, Silber behalten wir nochmal. Erz auf jeden Fall behalten. Silberkelche können weg. Silberkette, silberne Ringe, Schwefel. Das Sextant behalten wir. Bergkristall, da ist mir aufgefallen, da habe ich glaube ich beim letzten Mal Bernstein irgendwas gesagt. Aber es ist natürlich Bergkristall. Gletscherquarz. Mindcrawler-Zangen. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche, deswegen behalte ich die nochmal. Healen heute. Oh, jetzt kommen die ganz teuren Sachen. Zack, zack. Trollhauer. Goldenen Kompass brauchen wir noch. Klappmuschel. Hier die Kopf einer Fangheuschrecke. Sind auch einiges wert. Goldene Schale. Halskette. Pech. Zange. Haken. Säge. Das ist doch kein Geheimnis. Ich muss nicht alles vorlesen, eigentlich. So. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Jetzt haben wir einiges ausgegeben. Ich glaube da nicht dran. Wir können nur ab. Ja. Das kann so bleiben. Ich hab mir das schon gedacht. Wer sagt denn sowas? Das ist doch alles nur. Viel mehr Geld werde ich jetzt auch erstmal nicht ausgeben. Das höre ich zum ersten Mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt wieder zurück nach Jagdlander. Das Land zerstören. Max, mich mal eben heilen. Sah, was geschehen war. Wie viele Steintafeln habe ich eigentlich mittlerweile? 14. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was ich bekomme, wenn ich die bei ihm verkaufe. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Gut, ich werde deine magische Kraft steigern. Genau. Aber ich will noch mehr von denen erstmal behalten. Bis ich wirklich irgendwie so 20, 30 Stück oder so habe. Je nachdem, wenn es überhaupt so viele gibt. Also 20 bestimmt, aber 30 weiß ich nicht. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Kurin ist es schlimm. So, wir gehen einfach wieder zurück. Der Weg ist ja nicht lang. Wir hüpfen wie so ein alter Ingame-Assi. Huch, was war das für ein Sprung? Der ging irgendwie so weit nach vorne. So. Dann legen wir mal die Banditenrüstung an. Und wollen ab in den Sumpf. Die Magier werden uns natürlich nicht angreifen. Die Banditenrüstung können wir übrigens nutzen, in alle Banditencamps reinzukommen, ohne angegriffen zu werden. Ist ganz interessant.
einen das interessiert. So, dann speichern, so wie immer. Und durch da. Hier gibt es übrigens drei Fangheuschrecken auf diesem Screen. Eine ist genau vor uns rechts. Die andere ist etwas links. Die andere versteckt sich hinter den Fahren. Guckt nur der Kopf hervor. Ich weiß nicht, ob die Magions sich doch vielleicht damit angreifen mit dieser Rüstung. Deswegen werde ich erst nochmal die Piratenrüstung anziehen. So. Zack. So, gut. Hier fehlen übrigens noch zwei Teleporter. Und die werden wir jetzt auch aktivieren. So schnell wie möglich. Hier gibt es noch Dunkelpilze. Es gibt bestimmt auch noch tausend andere Pflanzen, die ich auf dieser Seite noch nicht geholt habe. Deswegen werde ich hier mal ein bisschen noch erkunden. Das hätte ich auch eigentlich am Anfang machen können schon. So. Oh, da liegt noch ein bisschen was rum. Nehme ich immer alles gerne mit. Hier in der Nähe haben wir auch ein Kreuz. Ich weiß noch, wo das liegt. So. Natürlich die Sache mit der Akrobatik nicht vergessen. Dann werden wir irgendwann später nochmal hin zurückkommen. Wenn wir Akrobatik erlernt haben. Ich habe mich jetzt allerdings nicht informiert, wie viel Geschicklichkeit man dafür nochmal brauchte. So, hier hat uns der Razor überrascht. Genau hier. Und ein paar Waldbeeren. Das Kreuz ist genau unter uns. Das hat mich früher immer verwirrt auf der Karte. Ist nämlich in einer Höhle. So, hier haben wir ein Tränkchen. Schwert. Heilpflanze. Noch eine. Hellkraut. Wunderschön. So, und jetzt... Guck mal, hier haben wir nochmal einen Varan. Aber nur Kritz dran gemacht, ist ja schön. Krallen ziehen haben wir noch nicht gelernt, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten könnte ich von ihm, glaube ich, 4 Krallen abziehen. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit. Und zwar sehen wir hier die einzigen Blutfliegen. Auf dem Boden krabbeln. In Gothic 2. Das sind die einzigen, die das tun. In Gothic 3 machen das alle. Können wir ein bisschen näher rangehen. Finde ich schon ganz interessant, dass es nur in dieser Add-on-Welt diese zwei Blutfliegen gibt. Jetzt werden sie umgeklatscht. So, zack. Gucken wir uns hier noch genauer um. Und jetzt haben wir hier gleich im Sumpf sehr, sehr nervige Gegner. Natürlich auch Sumpfkraut, ne? Klar ist ein Sumpf. Hier haben wir Tränkchen.
So. Hier gibt's sehr, sehr nervige Viecher. Sehen wir davon schon eine? Ja, bis dann nur die Blutfliegen. So, hier haben wir ein weiteres Kreuz. Wir hören dieses nervige Vieh schon. Ist hier am Rumsummen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Silberne Schale, alte Steintafel. Wir hören das Vieh schon, ey. Das ist ein richtiges Kackvieh. Und da ist es auch. Sumpfdrohne. Ah, sind die Teile kacknervig. Die will man, wenn es geht, schön aus der Ferne plätten. Aber bewegende Ziele zu treffen, ist schon eine harte Nummer. Die Dinger überhaupt mal zu treffen. Die Scheiße an den Viechern ist nämlich, wenn man sie von nahen plättet, machen sie einen Schaden. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Und die geben uns nicht einmal etwas. Sehr, sehr doof. So. Hier sehen wir eine Leiche. Und zwar haben wir hier Lance. Die Blutfliege kommt auf uns zu. Zack. Und hier sehen wir auch schon das Banditenlager. Ja, bevor wir uns das zur Brust nehmen, möchte ich noch das andere Kreuz holen. Die Banditenrüstung anzuziehen wird echt doof. Weil die nicht so viel Rüstung bringt. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier gibt es ein paar starke Viecher. Die Sumpfratten meine ich jetzt nicht. Sumpfdrohnen sind schon sehr, sehr nervig. Aber hier gibt es auch Sumpfgolems und auch altbekannte Sumpfhaie. Einige. Ah, schöne Crits. Durchgeböllert. Unkraut. Davon habe ich immer ganz besonders viel in der Tasche. So, da haben wir noch zwei Warane. Die können wir eigentlich auch noch abholen. Zu weit rein sollte man hier nicht gehen, ansonsten findet man hier noch einen Sumpfgolem. Können wir natürlich plätten, aber mit so wenig Leben möchte ich da ehrlich gesagt noch nicht rangehen. So, jetzt können wir die Gunst der Tränke endlich mal auch benutzen. Und uns hier ein paar Tränke reinpfeifen, ohne Sorge zu haben, dass uns die mal ausgehen. Ja, man fällt knöterig. Bevor ich den vergesse einzusammeln, mache ich es jetzt. Auch noch Sumpfratten, Sumpfdrohne, da haben wir noch mehr von den Viechern. Ja, kommt mal her, Jungs. Wenn ich nicht treffe. Man bekommt immer Schaden von denen. Fernkampf muss man da gut gelevelt haben für, die auch trifft. So, hier waren Pflanzen, Waldbeeren. Ja gut, der ganze Sumpf ist natürlich auch vollgestopft mit Pflanzen. Wenn wir den Sumpf einmal komplett gesäubert haben, werde ich hier vielleicht auch mal durchmarschieren und gucken, dass wir hier ein bisschen was einsammeln. Alles auf gar keinen Fall. Keine Lust, jeden Zentimeter des Sumpfes abzusuchen nach irgendwelchen Kackpflanzen, die wir im Endeffekt sowieso nicht mehr benutzen. Was ist das hier? Sumpfkraut.
Hätte auch Unkraut sein können. Und hier haben wir die vorhin erwähnte Höhle. Ist noch was drin an Gegnern? Oh, Mollrats. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Okay, das Spiel hat sich aufgehangen. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe mal eben nachgespielt. Kann sein, dass ich eine oder andere Pflanze übersehen habe. Ich schaue noch eben schnell, ob er auch wieder aufnimmt. Ja, tut er. Sehr schön. Gut, dann machen wir das jetzt. Da, ihr Kackviecher. Da, waren auch nur zwei. Hier sind ein paar Pilzchen drin und da sehen wir auch das Kreuz hinten. Ja, die Pilze nehmen wir natürlich mit. Gibt hinterher schön Mana-Bonus. Wenn man genug Dunkelpilze frisst. Müssen nun, glaube ich, 50 Dunkelpilze sein. Das bringt, glaube ich, 5 Mana. 25 Äpfel bringt 1 Stärke. Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. So. Kreuz. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel. Trank. Sehr schön. Ich möchte ganz kurz nochmal gucken. Was war denn das für ein Trank, den wir von Zuris geklaut haben? War das dieser hier, der maximale Leben? Plus 20? Könnte sein. Nehmen den mal. Genauso wie den Bonus für Mana. Denn Mana werden wir nie skillen. So, und jetzt können wir auch schon weitermachen. Das möchte ich mir eben nochmal abspeichern. Denn ich habe vorhin dummerweise sehr, sehr spät erst wieder gespeichert gehabt. Das heißt, ich durfte wieder ein bisschen was nachspielen. Aber nicht weiter schlimm. So, da hinten habe ich noch ein Sumpfkraut übersehen. Wie gesagt, kann sein, dass ich die ein oder andere Pflanze übersehen habe einzusammeln, aber ich habe wenigstens die ganzen Viecher hier nochmal umgeklatscht. Wie viel EP fehlt uns eigentlich nochmal? Ja, fast gar nichts mehr. So, aber wir haben hier vorhin noch ein paar Viecher gesehen. Die wollen wir natürlich plätten. Wir sehen ja auch einige Pflanzen rumliegen. So, einige werde ich davon auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mich noch eine Sumpfdrohne gewittert. Krasse Ausweichmanöver von dem Vieh. Man beachtet auch das schöne Gras, das hier einfach in der Luft rumfliegt. Ich glaube, das Gras hat Gras genommen. Entschuldigung. Manchmal muss sowas auch sein. Gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir noch einen dicken Pilz rumliegen. Jetzt hätte ich auch noch fast einen Pilzwitz gebracht. So, wir gehen einfach mal den Weg hier hoch. Ich weiß, wir könnten schon längst ins Lager der Banditen. Alles noch ganz uninteressant, finde ich. Also nicht uninteressant, aber ich möchte ganz gerne erst einmal bisschen den Sumpf erkunden. Das nächste Kreuz gefunden. Das hat sich gereimt, ich weiß. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So. Ich möchte nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Denn viele Kreuze dürften uns jetzt nicht mehr fehlen. Insgesamt vielleicht noch 1, 2, 3, 4... 5, 6 Kreuze. Einmal das, was über uns ist, das, was rechts von uns ist und einmal noch das, die 4 oben im Canyon oder ganz oben. Ist nicht mehr viel, denn die 4 oben sind meiner, wenn ich mich richtig erinnere, alle in einer Höhle. Trank, ein bisschen Kram, ganz viele Bolzen waren da drin, sehr, sehr schön. Wir haben wieder einige Sumpfdrohnen.